der Teufel los. 170 Gold stehen vor der Tür. Vor kurzem war der Laden noch beinahe pleite. Jetzt lauft er, was ist der Grund dafür? Alle stehen in Ruhe da und warten, geduldig wie vor dem Metzgerladen der Hund. Die Schlange geht um das Haus und durch den Garten. Das passiert nicht einfach so, das hat einen Grund. Irgendwo ist es anders, anders als es war. Gibt es Autogramme von einem Fernsehserienstar? Letztes Jahr, da war der Laden immer gähnend leer. Jetzt drücken alle rein und jeden Tag werden's mehr. Ich steh vor ihr und hoffe in mir die Worte. Wo ist er denn nur hin, mein schöner Text? Ich sag nur ganz verdattert, Linzer Torte. Die neue Bäckereiverkäuferin hat mich verhext. Mit Frauen ist es so, sie haben es oder nicht. Allerdings, wenn's eine hat, dann ist alles schon zu spät. Sie ist nicht gerade ein Model aus dem Otto-Katalog. Doch sie hat das Besondere, was keine andere nicht hat. Selbst der alte, kranke Dr. Kraut, der nie was Nettes sagt, nur dauernd grantelt. Schau, wie der auf einmal freundlich schaut. Die Bäckereiverkäuferin hat ihn verwandelt. Für mich bitte ein Schokoherz, nur eines, ich bin Single. Und weil ich doch so einsam bin, noch ein Vanillekringel. Ich sag, sie wären die Frau für mich, die schönste, die ich kenn. Wie wäre es, wenn sie nächste Woche zu mir in die Wohnung ziehen? Sie sagt, es ist geschäftlich leider überhaupt nicht drin. Denn wenn sie geht, es treibt den Bäcker direkt in Ruin. Ich geb mein Geld für Brezen aus und ich spare beim Benzin. Nur für diese schöne Bäckereiverkäuferin. Egal wie eine sich aufschwingt, an sie kommt keine hin. Die mit Abstand weltweit schönste Bäckereiverkäuferin.